Hallo liebe Eltern, liebe Familien, mein Name ist Dr. Alexander Lohmeier. Ich bin Leiter der Caritas Erziehungsberatungsstelle im Landkreis Traunstein. Und das Thema, das ich heute habe, ist Homeoffice, beziehungsweise welche Folgen hat das Homeoffice für die Familienharmonie? Ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit einem Vater, der hat mir gesagt, wir können uns doch alle fühlen wie 16. Die Haare werden immer länger, wir hängen nur vor der Glotze rum und wir haben alle Hausarrest. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Es gibt die Tatsache, ich bin im Homeoffice und zugleich habe ich vielleicht nervende Kinder, die da sind, die Homeschooling machen müssen, die beschäftigt werden wollen, das Mittagessen muss auf dem Tisch stehen. Also es geht um diese Stressfaktoren und was kann ich dabei tun? Einmal, denke ich, ist es wichtig, einen Wochen- oder Tagesplan aufzustellen. Sie können sich wahrscheinlich als Eltern von der Vorstellung verabschieden, 8 Stunden Homeoffice zu schaffen am Stück. Man muss Zeiten freihalten für die Kinder. Man muss aber auch den Kindern signalisieren und deutlich zu verstehen geben, passt auf, in der und der Zeit will ich arbeiten. Das Zweite ist natürlich, Kinder zur Selbstbeschäftigung anzuregen. Das heißt, ihnen vielleicht Materialien zu besorgen, vorher gemeinsam zu besprechen, was könnte er denn tun, ohne dass eine elterliche Aufsicht oder eine elterliche Beschäftigung dabei sein muss. Das kann man vorher organisieren. Und die dritte Sache ist eventuell der Medienkonsum. Ich weiß, es gibt andere Clips zum Thema Medienkonsum. Es hilft auch mal, viele sagen immer, man soll die Kinder nicht vor dem Fernsehen parken. Ich denke, in Corona-Zeiten kann man da ein bisschen eine Ausnahme machen. Ja, denn schließlich will man selber auch was erreichen. So, das Nächste wäre natürlich, den Kindern weiterhin zu ermöglichen, digitale Kontakte, mindestens digitale Kontakte zu pflegen. Das heißt, auch Videochats zu machen über WhatsApp, dass sich Kinder trotzdem treffen können. Und die letzte Möglichkeit wäre, sich einfach mal Auszeiten zu nehmen. Ich hatte schon Mütter, die haben mir berichtet, dass sie, um Auszeiten nehmen zu können, sich einfach auf dem Klo eingesperrt haben. Selbst wenn das die letzte Möglichkeit ist, dann denke ich, ist das pädagogisch durchaus vertretbar. Mein ältester Sohn geht auch immer eine Stunde aufs Klo und da weiß ich ganz genau, dass er dann mit dem Handy spielt. Ja. Ich hoffe, ihr kommt gut durch diese Zeit und letztlich, die Vorbildfunktion ist vielleicht auch noch wichtig und da zitiere ich immer Karl Valentin, der gesagt hat, wir können die Kinder nicht erziehen, die machen uns eh alles nach. Also alles Gute und bleibt dran.